Ich kann ja gar nicht mehr müssen sagen, ey, ich habe die alle aus dem Turnier rausgerührt, weil es hat ja jeder mitbekommen. Also hat mir schlussendlich keiner mehr irgendetwas können sagen und jeder, der nachher gekommen ist, hat einfach gesagt, wow, geil, es ist mir wirklich scheiße gegangen. Und darum irgendwie ist das eine prägende Zeit gewesen und vielleicht hat es die eben auch gebraucht, dass ich das auch mal gesehen habe und dass es vielleicht mir auch einen Tritt in den Arsch geht und gesagt, jetzt kämpfe für das, weil es kommt nicht gratis, weißt du, du musst die Leute catchen. Ich habe in der Sek zum Beispiel auch natürlich riesen Scheissmusik gemacht, aber nachher irgendwie checkt ja gut, wenn du ohne Stimmbruch tönst wie Nicki Minaj, logisch kann das niemand feiern, weißt du? Ich meine, der Snoop Dogg ist auch nicht der krasseste Flower, oder weiss ich was, aber... Ja, Flow schon. Ja, Flow schon, okay, ja, aber nicht der krasseste, weißt du, Kreuzrein, weiss ich was, sondern er ist... Genau, er ist halt auch einer, der von seinem Wizard, Jizza, weiss ich was, er hat von dem Ding ausgelebt, oder? Ja. Wieso, was geht? Was geht, Bruder? Ich bin am Studieren, Bachelorprüfungen, streng. Ja, ich habe gerade heute bei einem Interview gehört, du machst ja mega viel. Du bist medienschaffender Chairman, medienschaffender Eidgenosse, medienschaffender dreifach Rapper und Student angehender Primarschullehrer. Ey, du bist gut eh auf den Punkt gebracht. Jawohl, das ist das, was ich mache. Das ist crazy. Meine Freizeit und beruflich. Ja, was ich ebenfalls noch vernommen habe, ist so, dein Traum ist, ich glaube, du bist jetzt im Bachelorjahr, oder? Mhm. Du schliessest jetzt bald ab. Dein Traum ist, nach dem Bachelor nicht etwa in der Primarschule unterrichten, sondern bei den Radios zu arbeiten und neben der Radio Zeit haben für die Musik. Voll. Und das ist im Fall jetzt gerade kürzlich in Erfüllung gegangen. Ich habe nämlich vor etwa einer Woche Bescheid bekommen, dass ich im Dreifach eine Ausbildung machen kann am MATS, das ist Journalistenschule, du kennst dich sicher. In Luzern, da bin ich einen Tag in der Schule und drei Tage im Dreifachen arbeiten und mache Moderationsausbildung. Ah, crazy. Und wie ist es gekommen, dass du plötzlich dich so von dieser eigentlichen Ausbildung, die du dir gewählt hast, zum Lehrer, zu dieser Radiomoderationsausbildung? Oder was ist das, Medien? Ja, voll. Die genaue Bezeichnung wisst ihr jetzt auch. Ja, ich habe mich einfach mal beworben und dachte, geiler Job, machen wir. Ja, hey, und es wird wahrscheinlich so halbwegs subventioniert vom Radio. Genau, ja. Also ich komme dort den Lohn über. Es ist nicht jetzt der Lohn, den ich würde bekommen als Primarlehrer, aber es ist viel mehr meine Bestimmung, meine Freude, die ich... Hast du keine Freude an Schule gegeben? Mal, natürlich. Ist auch ein geiler Job, aber... weißt du, so, du musst wirklich das machen, was 100% dein Herz sagt. Mhm. Und das ist, Lehrer sein ist so cool, ich kann mir es auch vorstellen, vielleicht so mit 30, 40. Jetzt bin ich noch ein bisschen zu unseriös für das. Mhm. Weißt du, ich sage so, Klassenführung mit den Kindern und so, das läuft mega gut, ich arbeite mega gerne mit Kindern zusammen, das ist wirklich super cool. Aber als Lehrer bist du halt gleich, du hast eine mega Verantwortung, du musst dich super gut vorbereiten für das Zeug. Und das ist einfach so etwas, habe ich jetzt nicht so Bock drauf, wie irgendwo Moderator zu sein, bei einem grossen Radio oder Fernsehen sogar, wäre natürlich auch sehr geil. Aber das hat ja auch viel mit so Organisation und Planung und so zu tun. Safe, aber es ist gleich irgendwie andere Organisation. Dort planst du dann halt, weißt du, so 6 Stunden Unterricht für Primarschüler, Deutsch irgendwo, Lehrmittel, weißt du, könnte ich das teachen, was ich Bock drauf hätte? Ja, ey, wäre es auch wieder klar. Aber du hast halt gleich so mehr oder weniger ein bisschen Voraussetzungen. Und da muss ich schon sagen, im Journalismus bist du dich den ganzen Tag eigentlich über Sachen am Informieren, die so ein bisschen ums Weltgeschehen gehen, generell. Was ich bin, vielseitig interessierter Mensch, darum ist das schon mal besser dort drin. Und ja, es ist halt irgendwie gleich noch etwas anderes, Moderator und Lehrer. Als Lehrer bist du vor einer Klasse, als Moderator je nachdem vor einem ganz anderen Publikum. Mhm. Ist auch näher an dem Rapper-Job? Definitiv. Also ich bin auch durch das, was ich vorhin gesagt habe, ich habe eigentlich an der PH mal angefangen und ich wollte auch wirklich Lehrer werden. Ich sage auch nach wie vor, es ist ein chilliger Job. Aber ich habe 2014 im Radio Dreifach angefangen. Das war sogar schon vor der PH. Ich habe jetzt gemerkt, ja, ich habe es mehr als Hobby gesehen. So. Und ich habe einfach gemerkt, es ist auch super geil. Also es ist cooler eigentlich noch. Und bin halt wieder da jetzt schlussendlich. Ich finde, so ein Studium durchziehen, etwas machen, vielleicht kann man immer noch in die pädagogische Richtung gehen, das liegt mir nach wie vor. Ja, voll, und du hast so wieder Backup, eben, du hast vorhin gesagt, so, wenn du älter bist und nicht mehr so Bock hast auf das voll. Hosting, dann... Genau. Zu geil. Ja, weil das Hosting, was ich jetzt gerade angesprochen ist so, das ist etwas, wo du halt huere rausstichst. Du bist ja auch Veranstalter, das hätte ich am Anfang eigentlich auch noch können sagen. Du bist ja auch Veranstalter, machst zum Beispiel dein eigenes Rap-Battle und so, das hostest du ja selber, rappst aber glaube ich nicht mit. Nein, das hoste ich nur.
Das ist ja auch etwas, wo easy nebenan noch könntest du Cash machen damit. Voll. Also ich stelle es mir auch ungefähr so vor. Eben, wie gesagt, ich habe so viele Sachen, die mich schlussendlich reizen. Also weißt du, wenn ich jetzt mein Traumleben könnte gestalten könnte, keine Ahnung, ich würde vielleicht so einen Tag SRF arbeiten, irgendwie als Moderator, einen Tag, oder sagen wir zwei Tage Musik, Rapper, Studio und zwei Tage einfach so Events planen und hosten und so. Also das wäre wahrscheinlich so der Übertraum. Aber was hat in dem Ganzen, oder wenn wir jetzt von dem, bei dem Traum bleiben, was hat denn das Rapper-Dasein noch für einen Stellenwert? Mittlerweile im Fall schon ein bisschen anderer. Jetzt gerade durch das Moderieren halt irgendwie seriöser wird, ein Stück weit, also so ein bisschen beruflicher. Und ja, das ist halt das Rappen wie so, es ist so das ganz grosse Töpfchen auf mich. Alles andere, was ich jetzt mittlerweile oder dann sicher ab September den ganzen Tag mache, wird mir Spass machen, wird so meiner Bestimmung sein. Aber es ist halt dann gleich so, das Rap ist das Geilste. Also es macht am meisten Spass. Aber auch nicht auch irgendwie eine geile Herangehensweise, du sagst, ich setze voll auf die Rapper-Karte, mache mir einen mega guten Namen als Rapper und habe nachher durch das dann mehr Möglichkeiten, Events zu hosten, als Moderator zu arbeiten, gewisse Orte. Und kann mir dort halt so ein bisschen die Rosinen rauspicken. Das wäre ja auch ein Natürlich, ja. Das wäre sicher auch, also eben wie die Kombo denn genau wäre oder so, was mir, ich sage so, Rapper sein ist das Schönste generell. Mhm. Wäre das, was ich persönlich natürlich, wenn ich erfolgreicher wäre, auch viel mehr würde ausnutzen in dem Sinn. Aber ich würde auch sagen, das, was ich jetzt als Rapper schon erreicht habe, hat mir schlussendlich auch zu dem geholfen, wo ich heute stehe. Mhm. Also ich bin das erste Mal im Radio dreifach gewesen, weil ich nach dem VBT damals, 2013, eingeladen worden bin für ein Interview und das gesehen habe und dachte, oh geil, ich muss mich da bewerben. Also es kommt schon alles von dem Rapper-Ding raus eigentlich. Ja. Und auch das Hosten von Freestyle-Battles und so, das ist auch, weil ich natürlich selber Freestyle-MC gewesen bin, immer noch ein bisschen teilweise und darum, ja, es hat schon natürlich einen mega Zusammenhang. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es miteinander wächst. Ja, ja, könntest du auch jetzt irgendeinen Kulturevent hosten, wo gar rein nichts mit dem zu tun. Voll, finde ich voll auch geil. Ich habe letztes Mal in Zug den Jugendpolitat moderiert und es war voll nice gewesen. Also ist jetzt vielleicht nicht das, was ich die ganze Zeit würde machen, wenn es nicht auch so ein bisschen einen finanziellen Aspekt darunter hat, wo man als Student natürlich auch muss berücksichtigen. Aber es ist schon so, also alles, was mit Moderieren zu tun, finde ich geil. Ich tue auch viel so. Letztes Mal im Dorf, mein Vater ist in einer Harmoniemusik. So ein Orchester, die hat ein Konzert gemacht in Beromünster. Und das Thema war musikalische Weinreise. Österreich, Spanien und Italien sind die drei Länder, die es abdeckt haben. Und dann haben sie mir wirklich gesagt, ja, aber da kannst du bei Österreich kannst du so Lederhosen machen. Und ich so, okay, salam. Ja, ja. Aber ja, ich habe es gemacht. Das habe ich gratis gemacht, muss man auch sagen. Das habe ich einfach gemacht, weil ich gerne moderiere. Also, und dann habe ich wirklich gesagt, so, ja komm, ich habe diese scheiß Lederhose angelegt, bin in meinem Dorf dort auf der Bühne gestanden, weißt du, mein Grossi steht im Publikum und so. Die haben natürlich eine riesen Freude gehabt, oder? Und darum eben, auch derige Anlässe, eigentlich moderieren generell, einfach, wo ich mein Mundwerk kann brauchen, dann ist es nice. Voll spannend. Was ich auch mega spannend finde, eben der Beromünster, das Image, das pure Rapper-Image, das ist ja etwas, wo du nie ein Problem damit gehabt. Du hast dich nie gegen das gewehrt. Ich glaube nicht, dass du auf dem Bauernhof aufgepasst hast. Nein, überhaupt nicht. Ich bin einfach in einem Bauernkaffe. Ja, genau. Das habe ich mir früher bei dir anlassen. So, du bist ein cooler Bauer. Oder so, ja, ich bin halt nicht wirklich Bauer. Ich tue das einfach so ein bisschen, ja, das Image vertreten vom Land halt. Ja. Wie ist es gekommen, dass du so easy kannst mit dem umgehen? Also, ich bin auch im Dorf aufgewachsen. Ich hätte jetzt niemals so cool können. Baubu, genau, ja. Stimmt. Ja. Schau da, 62,75. Ganz in der Nähe bei mir. Sorry, was hast du jetzt voll unterbrochen? Wie hast du so easy können, das Image, also das machst du ja jetzt nicht eigentlich davon aus. Ich weiß jetzt nicht. Ein bisschen weniger, sicher, ja. Es ist halt allgemein ein bisschen ernster geworden. Ja, das darf man schon sagen. Damals ist es halt, weißt du, ich bin im Vergleich zu der Rap-Szene, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin generell ein hoher Büro oder weiss ich was, aber im Vergleich zu der Rap-Szene schon, hast du mir angemerkt, so einen Charakter, an meiner Art, an dem, was ich gemacht habe, einfach so, okay, das ist ja so ein eher ländlich geprägter Mensch. Das zeigt sich vielleicht einfach so an dieser, wie soll ich sagen, wenn wir jetzt wieder zurück ins VBT gehen oder so, wo das Image schon am stärksten war, halt wirklich so das nicht ernst nehmen, nicht auf Gangster machen, nicht wirklich die ernsten Probleme von der Gesellschaft, oder die hat es auch in meinem Leben damals null gegeben, sondern das ist halt wirklich einfach so, ja,
komm, reiss dich mal zusammen, ey, bleib ein bisschen auf dem Boden. Weißt du, auf dem Land ist alles ein bisschen realistischer, oder? Wenn du dort sagst, ey, ich bin Rapper, oder wenn dort ein Insta-Model gross werden will, oder weiss ich, die werden halt dort einfach ausgelacht, weil der meiste wird halt von Anfang an so ein bisschen in den Kopf gesetzt, so, ja, mach deine Lehre, mach dein Zeug, weißt du, ja, es ist auch heute noch so ein bisschen so, wenn ich mit den Leuten von früher, von dieser Zeit, so ein bisschen zu tun habe, die schauen das Ganze schon anders an, oder? Als jetzt viele von meinen neuen Kollegen, die das einfach absolut fühlen, so eins zu eins. Aber alles, ist das wirklich realistischer? Ist das nicht auch einfach engstirniger oder ja, konservativer allgemein? Es ist sicher konservativer. Wenn realistischer, also wenn ich dich richtig verstehe, meinst du so, klar, du kannst eine Lehre machen, du kannst deinen Job machen und du bleibst in deinem Dorf und schaffst 9 to 5, bis du 60 bist und bist zufrieden so, aber du kannst auch aus dem Dorf raus in die Stadt gehen und etwas machen, wo du vielleicht nicht ganz so viel verdienst, aber dafür jeden Tag glücklich bist. Voll, und das ist auch genau etwas, was ich eigentlich dann mit den Jahren erst angefangen habe zu checken. Eben für mich ist das so ein bisschen das Realistische gewesen, oder? Und auch für viele dort, dass die einfach denken, eben wie jetzt so, ich mache meine PH und dann erzähle ich denen, ja, jetzt gehe ich für den Fünftel vom Lohn von der Primarlehrer mache ich ein Praktikum als Moderator. Dann denken die sich wieder, warum gehst du jetzt nicht arbeiten? Warum? Oder das will denen nicht in den Kopf rein. Aber ist das einfach, weil die scheiß Bilder schon so fest in unserem Kopf sind? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich ist es schon das. Ich meine, du bist sicher begrenzter auf dem Land, wenn du einfach in Beromünster aufwachst und dann solltest eine Lehre anfangen. Und eben, es wird dir ja gar nie etwas anderes gezeigt und gesagt und so. Mhm. Und dann merkst du plötzlich mal, ja, wäre ich vielleicht in der Stadt aufgewachsen, hätte ich schon kleiner so eine Richtung eingeschlagen, hätte ich schon kleiner gemerkt, ah, das gibt es auch. Aber ich glaube... Aber man sagt dann sich so, der Zug ist eh schon abgefahren. Ja, genau. Ich bin jetzt schon auf dem Weg. Ich hätte nie ernsthaft das gedacht. Ja, voll. Ich hätte nie gedacht in der Sek oder so, dass das wirklich realistisch ist. Ist, dass ich Moderator oder Rapper werden könnte. Ich habe schlichtweg nicht... Das hat es nicht gegeben. Weißt du, das hast du nicht und gedacht. Was hat es gebraucht, dass ich einen Klick machen konnte? Was braucht es? Es hat ein ganz anderes Umfeld gebraucht. Ja. Es hat angefangen, als ich nachher auf Sursee Kanti bin. Nur schon mal dort ist einfach eine ganz andere Ding. Vielleicht auch ein bisschen vom Alter her. Auch. Eben, die Leute waren einfach ganz anders getroffen. Sursee ist auch immer noch ein Bauernkaff, aber gleich schon ein Unterschied. Und dort bin ich halt einfach schon mal mit so viel, mit allem, was ich gemacht habe, das muss man vielleicht auch sagen, in der Sek, wenn ich habe dort auch schon mal Lieder rausgebracht, oder weiss ich was, eben, es haben einfach alle gelacht, es haben einfach alle gesagt, das ist Müll, mach das nicht, reiss dich zusammen wie ein normaler Mensch. Dann gehst du auf Sursee und dort hast du schon mal so eine, ja, eigentlich ist das cool, was du machst. Und weißt du, der FMS läuft nebenbei, also mögen wir ihm sein Hobby voll gönnen, ah, er macht es gut, ah, cool, und dann geht es weiter und dann kommst du mal in die Stadt oder so. Ich sage es, ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr banal ausgedrückt, aber so. Es hat ja wahrscheinlich nicht nur mit genau, nicht nur Stadt mit und Ort Land zu tun, aber man kann es gut so ein bisschen vergleichen. Voll. Und dann bist du irgendwann in der Stadt und merkst so, ah, es gibt ganz viele Leute, weißt du, so, eben, wo ich im Radio dreifach anfangen kann, arbeiten, wirklich, boah, es ist eine neue Welt auf, weißt du, ich habe gemerkt so, wow, das sind alle so, jeder ist kreativ, jeder lebt das aus, jeder sieht, weißt du, so meine Stärken sind nicht handwerklich schaffen oder hure krass etwas rein organisieren, sondern meine Stärken sind gutes Reden oder derige Sachen halt, oder? Und dann merkst du halt auch, das ist vielleicht das Potenzial, das nicht alle Leute haben, aber wenn du das glaubst, wenn du das probierst auszuleben, dann kannst du das eben auch erreichen und eigentlich schlussendlich egal, wo du aufwachst. Aber ich denke, es macht einen Unterschied, wo du aufwachst, wie sehr das unterstützt wird von deinem Umfeld. Also. Ja, das glaube ich auch. Ich finde es super geil, das, was du jetzt zusammengefasst hast, ist ja eigentlich genau schon im Anti-Hell 2, dem Track. Dort gehst du noch ein bisschen mehr auf die persönliche Ebene. Du sagst so zum Beispiel, meine besten Kollegen haben plötzlich angefangen, über mich zu reden im negativen Sinn. Voll. Und du hast es mitbekommen, es hat dich halt leicht gefickt. Im Nachhinein sagst du aber, glaube ich, ein paar Lines später, scheißegal was es war, so, ich weiß nicht, ich kann es nicht eins zu eins voll, zitieren. Aber du bringst perfekt auf den Punkt. Ich will dich nicht heiden wegen dem. So, ich finde, das bringt es nicht. Ich finde, das ist noch eine Entwicklung darüber aus. Wie hast du zu dem geschafft, zu dem Punkt zu kommen, wo, ja, es ist zwar scheiße und es hat mir weh da in dem Moment, aber ich bin darüber hinweg und ich vergebe euch das. So. Voll, wie hast du zu dem gebracht? Das ist, ich glaube, das ist wirklich auch wieder, wie ich vorher angesprochen habe, das Umfeld ist extrem wichtig. Oder die Leute, die ich dann in dieser Zeit kennengelernt habe, wo ich so geworden bin, wie ich bin, die sind auch heute noch einfach meine besten Kollegen und die pushen das und genau das hat es schlussendlich gebraucht. Und vielleicht auch ein bisschen, dass halt eben, ich verweise sehr viel auf das VBT, aber ich merke halt einfach, das ist irgendwie ein entscheidender Punkt gewesen. Dort hat es sich gewendet.
Weil dort haben die Leute angefangen zu merken, oh shit, was er macht, das kommt an, weißt du, das hat Erfolg. Das hat Erfolg. Ja. Aber, ja. Das ist schlussendlich das Ziel. Und das, dass das nachher jeder überhaupt checkt hat, ich kann ja gar nicht mehr müssen sagen, ey, ich habe die alle aus dem Turnier rausgerührt, weil es hat ja jeder mitbekommen. Also hat mir schlussendlich keiner mehr irgendetwas können sagen und jeder, der nachher gekommen ist, hat einfach gesagt, wow, geil, weiss ich was. Und das hat sie dann schlussendlich mich so glücklich gemacht und mich so sehr bestätigt, dass die Zeit von damals, ich schlussendlich sage, ja, es war sehr scheiße gewesen, Sektzeit war wirklich hart gewesen bei mir, wollte ich wirklich nicht irgendwie weniger machen, als es war, was ich im Anti-Held sage, das ist so gewesen, es ist mir wirklich scheiße gegangen. Und darum irgendwie ist das eine prägende Zeit gewesen und vielleicht hat es die eben auch gebraucht, dass ich das auch mal gesehen habe und dass es vielleicht mir auch einen Tritt in den Arsch geht und gesagt, jetzt kämpfe für das, weil es kommt nicht gratis, weißt du, du musst die Leute catchen. Und ich kann sie können catchen. Und ja. So bin ich nicht mehr hässig auf sie, sondern denke mir, ja, ist halt so. Aber es ist auch verdammt geil, weil der Erfolg ist gekommen. Was sagst du jetzt an einem Jungen, der etwas probiert auf beide Stellen und von überall ein bisschen Hate bekommt oder viel Hate bekommt und der Erfolg kommt noch nicht? Ja, natürlich. Also logisch, liegt auf der Hand, oder? Ich finde, ich komme natürlich auch viel mal irgendwie so Nachrichten oder Videos zugeschickt über oder weiss ich was. Und natürlich denkt man manchmal, oh, das ist jetzt noch nicht gut oder weiss ich was, oder ich feiere es selber jetzt nicht mehr. Und manchmal denkt man ja, also, bro, lass besser sein. Ja, eigentlich schon, aber dann kommt es auch irgendwie darauf ab, weißt, wie alt ist er, wie sehr nimmt er sich selber auch ernst und wie sehr kann er auch über dem stehen. Weißt du, so, ich habe in der Sek zum Beispiel auch natürlich riesen Scheissmusik gemacht, aber nachher irgendwie checkt ja gut. Wenn du ohne Stimmbruch tönst wie Nicki Minaj, logisch kann das niemand feiern. Weißt du, so, ja, du musst halt auch ein bisschen über dem stehen können und sagen, gut, wenn die alle haten, dann will ich weiter dran kämpfen. Und das ist dann vielleicht auch das, was ich diesen Leuten mitgebe. So, ja, schau, da ist sicher etwas rum. Ich meine, sonst würdest du es ja nicht machen. Es ist ja irgendeine Freude in dir. Und schlussendlich finde ich auch, jeder, wenn er Freude daran hat, dann soll es machen. Mhm. Aber man darf natürlich auch nicht erwarten, dass einfach der Erfolg einfach so kommt. Und darum, ja, ich nimm das Potenzial ab, glaub unbedingt dran. Ich glaube, dass aus jedem, gerade in der heutigen Zeit mit Rap und weiss ich was, weißt du, es sind sehr viele Strukturen aufgebrochen. Ein Young Hoon muss nicht, weiss ich was, der Hip-Hop-Flow, bla bla bla, sondern einfach mit seiner Art, so wie er ist, ist er saugeil, oder? Und das ist das, was... Macht es das einfacher? Ich weiss nicht, ob es einfacher macht. Es macht den Markt natürlich auch grösser und schwieriger. Aber es macht schlussendlich zu so einer Sache, dass du kannst sagen, ja, jeder kann es schlussendlich irgendwie schaffen. Solange du mehr oder weniger auch ein bisschen Talent dazu hast. Ja, ich glaube, also jeder Mensch hat ja irgendein Talent. Mhm. Und wenn du herausfindest, was das ist, hast du heute vielleicht eher die Möglichkeit, das voll auszuleben. Voll. Und es muss dann nicht in eine vielleicht vorgegebene Hip-Hop-Schublade reinpassen, sondern es kann dann einfach, du bist der Charakter und du funktionierst, weil du funktionierst. Voll, aber du hast vorhin eben schon auch etwas mega Gutes angesprochen, oder? So mit dem, es meint natürlich auch jeder einfach, wenn er genau so einfach und sich selber und weiß ich was, ja, jetzt ist das mega geil und jeder muss das feiern. Da muss man vielleicht schon auch sich selber einfach bewusst sein, so, okay, es kann aber auch ganz klar sein, dass es einfach nur du ganz persönlich hure geil findest, weil natürlich findet man sich selber am geilsten. Es ist ja das, was du, sonst würdest du es ja nicht so machen, oder? Und dem muss man vielleicht auch einfach ein bisschen probieren, objektiv zu werden, wenn man will, ich sage jetzt mal... Und vielleicht für sich selber definieren, was man unter Erfolg versteht. Ja, also weißt du, du redest jetzt von, du hast Erfolg gehabt, in den USA wären die Klickzahlen jetzt vielleicht kein Erfolg, natürlich. Man hat in der Schule vielleicht noch nicht darüber geredet. Das muss man auch genau definieren, oder? Auch wenn ich da sage, ich habe Erfolg, denke ich vielleicht irgendjemand, ja, Bruder, du hast 10'000 Klicks auf diesem Video. Das hat für mich rein gar nicht mit Erfolg zu tun. Erfolg hat für mich damit zu tun, dass ich mittlerweile am Morgen aufstehe, verdammt glücklich bin, hohe Freude habe, auch in PH zu gehen, die ganzen Leute zu sehen. Weißt, nur schon mein Freundeskreis ist ein riesen Erfolg für mich. Dass ich jetzt noch nebenbei die Musik machen, moderieren, weiss ich was, dass ich da hin kann kaufen, ein Inti und über das reden, oh, das macht mich so glücklich. Das ist ein riesen Erfolg für mich. Weißt du? Und ja, darum, die Definition von Erfolg muss man auch sehen. Wenn man einfach will, möglichst viele Insta-Follower oder weiss ich was, weißt du, da gibt es 1000 Möglichkeiten. Dann, ja, voll, aber wenn das dein... Voll, wenn man das wenn will, das ja, Glücklichkeitsgefühl befriedigt, dann mach das. Ja, weißt, dann mach das, voll. Dann sag ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen der Schlüssel vom Glücklichsein. Mhm. So, find wirklich raus, wieso du etwas gerne machst und dann mach das. Voll. Und wieso dich etwas glücklich macht und dann hol das. Voll. Und bei mir ist es eben auch... Ich glaube, das ist etwas, was du gefunden hast. Ja, definitiv. Und es liegt auch mega im Texten. Es ist wirklich, bei mir ist es so das Texten, wenn ich kann über das erzählen, was ich wahrnehme, weil ich beobachte schon, weißt, mein Umfeld und alles mega stark. Und das,
wenn ich das nachher irgendwie kann reflektieren kann und für das dann schlussendlich auch den Menschen, wenn ich dann Nachrichten bekomme nach einem Anti-Held 2-Track, wie das Leute berührt hat, und weißt, dann ist das huere geil, oder? Dann ist das genau das, was ich will. Und das ist dein Erfolg, oder? Voll, genau, das ist der Erfolg. Und das, ich glaube auch, Erfolg führt nachher auch, oder eben die Bestätigung führt nachher dazu, dass du auch mehr Energie hast, wieder in das reinzustecken und so weiterzumachen. Aber ich finde es so krass, du hast ja schon einerseits das Image von dem Bauer, das lassen wir jetzt mal auf die Seite, aber andererseits auch das Image von dem so, der glückliche Typ, der immer gut drauf ist, der zu allen lieb ist. Und das behandelst du auch in deinen Songs. So, die Leute sagen dir, man, wieso bist du immer so glücklich, wie kann das sein? Einerseits sagst du, es hat eine Zeit gegeben, wo du auch nicht nur glücklich gewesen bist. Andererseits sagst du, korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, du hast halt wie ein Erfolgsrezept und ein Glücklichkeitsrezept gefunden. Ich kann mal ein bisschen so sagen, ja. Ich glaube schon. Also es ist, weißt du, wie bist du nicht glücklich, wie bist du traurig? Ich bin, das ist sehr schwer zu sagen. Es kommt mega auf die Lebenssituation. Mhm. Also ich habe schon auch die jetzt auch in kürzerer Zeit, also noch nicht so lange her, wo es mir vielleicht auch ein bisschen schlechter gegangen ist oder so, weil irgendetwas Persönliches oder so passiert, das ist ja völlig natürlich. Das ist ja nicht das, um was es schlussendlich geht. Der Unterschied ist irgendwie, ich habe jeden Tag die Erlebnis, dass ich am Sound bin, irgendwie chillige Soul hören, durch die Stadt durchlaufen und einfach ein fucking Grinsen auf den Lippen haben und in die ganze Masse hineinschauen und irgendwie, vielleicht ist es auch gerade der Moment, wo ich so voll auf dem Glücksgefühl weit bin, aber ich habe das Gefühl, alle sind so ein bisschen, weiss ich was. Und das liegt, glaube ich, schon daran, dass viele, und das ist doch einfach so, viele machen irgendeinen Job den ganzen Tag, wo sie keinen Bock drauf haben, wo eben nicht ihre Bestimmung ist, wo nicht ihre Freude ist. Und wo eben irgendwann geheißen, hey, mach das, dann bist du safe. Ja, und genau. Dann machen sie das und am Schluss sind sie tot. Ja, und das sie ist sind safe gewesen. Aber wirklich, es ist safe gewesen, aber es bringt dir nichts. Und das ist doch genau das Problem, das wir haben in unserer, im Kapitalismus, in der westlichen Welt schlussendlich. Das ist das Problem. Weil du wirst nicht, eben, das, die Leute verstehen es nicht und sie wollen es nicht verstehen und sie werden es vielleicht nie verstehen. Nein, so pessimistisch bin ich nicht. Aber wieso haben die immer das Gefühl, dass die materialistischen Werte und das Ganze sie glücklich macht? Ganz ehrlich, es macht dich nicht glücklich. Ich weiss es nicht, auch da würde ich wieder sagen, ja, wenn es dich glücklich macht. Du hast eine natürliche Phase, wo du 5 Jahre voll auf dem Film bist und nach deiner Yacht und all das Zeug. Aber schau mal, die reichsten Menschen sind die unglücklichsten. Und weiss ich was, das ist schlussendlich die Gerechtigkeit auf der Welt. Ob du jetzt irgendwo in Indien bist oder in der Schweiz oder weiss ich wo. Schlussendlich, wenn du in Indien deine besten Freunde hast und den ganzen Tag kannst machen, was du willst, auch wenn du ein bisschen mit dem Essen und so struggle hast, nicht, dass ich die Problematik schlechter rede. Ich werde nur den Vergleich bringen, dass du dort unter dem Strich kannst glücklicher sein und dass das Glück vielleicht wie ein bisschen Gerechtigkeit auf dieser Welt ist und dass wir im Westen zwar schon meinen, wir sind weiter, wir haben wir sind besser, grösser, mehr Geld, bla bla bla, aber ihr seid nicht glücklicher. Keiner von denen im Westen ist glücklicher als der Rest der Welt. Also müssen wir doch uns jetzt endlich mal überlegen, wenn wir mal anfangen, ganz ehrlich, jetzt gehen wir ganz in die Grundproblematik, wenn wir die Ressourcen mal fair verteilen, probieren, dass dann die nicht auch noch Hunger haben und ihr Leben müssen kämpfen und einfach anfangen, endlich darauf setzen, eben die richtigen Werte, das finden, was einen glücklich zu machen. Ich sage auch nicht, eine Welt ohne Arbeiten geht natürlich auch nicht und eine Welt nur mit Rapper geht auch nicht. Das muss es ja auch nicht sein. Aber du findest, keine Ahnung, vielleicht, weißt du, so, wir sind mittlerweile schon an einem Punkt, wo Digitalisierung extrem viel Drecksarbeit kann abnehmen, sag ich jetzt mal so deutsch gesagt, oder? Vielleicht kommen wir auch da in eine bessere Richtung. Aber ich glaube schon, dass wenn die Aufteilung gerechter wäre und wenn die Menschen nicht so den mega Drang hätten, nach so Sachen zu streben, die sie schlussendlich nicht glücklich machen. Ich bin so optimistisch, dass ich das Gefühl habe, die Welt könnte ein sehr erfolgreicher, guter Platz für alle sein. Das denke ich. Was machst du konkret, um das zu erreichen? Ich jetzt für mich selber oder für die ganze Welt? Für dich selber und für die Welt? Für mich selber eben, wie gesagt, einfach das wirklich das machen, wo ich Bock drauf habe. Und auch da natürlich, das darf man nicht kurzfristig denken. Ich darf jetzt nicht denken, geil, komm, ich mache, was ich Bock habe. Heute gehe ich den ganzen Tag chillen, rauche einen und ein bisschen Sprudelbad. Und ich habe eigentlich Bachelorprüfungen. Weißt du, da musst du ein bisschen längerfristig denken. Aber eben, ich habe mal meine Lehre abgebrochen und das war mal mein erster Schritt gewesen damals. Dass ich einfach gewusst habe, okay, das muss in eine andere Richtung. Dann in FMS, weißt du, auch dort habe ich
manchmal in der Schule Anschiss gehabt, aber unter dem Strich, weißt du, ich habe gesehen, okay, wenn ich diese Ausbildung habe, dann habe ich auch wieder ein kulturelles Gut, wo mir weiterhilft die anderen Orte. Das heisst, du musst halt manchmal dich schon durch etwas durchkämpfen und dir etwas antun, aber unter dem Strich kommst du dann schon längerfristig, eben jetzt habe ich eine harte Phase, jetzt kommt der Monat einfach schnell durchbeissen, Musik auf die Seite und alles, aber nachdem habe ich wieder etwas erreicht. Und das ist genau das Kompetenzerleben, das macht einen so glücklich als Mensch, oder? Das ist das, was du für dich selber machst. Das ist der Weg, den du für dich gefunden hast. Das machst du? Und sicher als Soziales. Menschen. Du musst Menschen treffen. Wir lernen extrem viel voneinander. Weißt du, durch Reden, durch Imitation. Weiss ich was. Einfach so, du musst deine Zeit mit Leuten verbringen. Jeder verreckt, wenn er allein ist. Das macht dich so unglücklich. Du kannst nicht den ganzen Tag keinen anderen Menschen sehen. Das macht dich fertig. Auch in einem Job oder weiss ich was. Natürlich gibt es Leute, die sind weniger sozial oder gerne mal mehr allein. Dann kann man das ja auch so ein bisschen strukturieren und seinen Job so auswählen. Aber unter dem Strich bei mir ist das Soziale ein riesen Aspekt. Wirklich, jeden Tag, wo ich hart am Arbeiten bin und am Abend meine Jungs sehe, dann macht mich das fertig. So, dann gebe ich alles. Dann gehe ich jetzt nach dem Elfi aus der Bude raus mit dem Auto, wenn es muss sein, und mit einer halben Stunde schnorren oder weiss ich, aber ich muss irgendwie das loswerden. Und jetzt für die Gesellschaft, ja, weißt du, ist jetzt natürlich schwierig, das so zu sagen, aus meiner Perspektive. Ich bin nicht, ich habe ja auch nicht, und das klingt natürlich meistens wie eine schlechte Ausrede, aber ich kann ja auch nicht jetzt auf einmal sagen, hey, Novartis, machen das und das nicht mehr, hey, Nestle, machen das und das nicht mehr. Weißt du, das ist relativ schwierig, oder? Aber ich sage, wir in der Schweiz haben eigentlich die Möglichkeit, schon mal rein politisch, das in eine Richtung zu lenken, weil wir haben mehr Ressourcen, viel mehr Ressourcen als ganz viele andere Länder. Also würden wir nur schon mal, ich nenne jetzt nicht mehr, nehmen, sonst, aber sagen wir, es gibt Rohstoffhändler in der Schweiz, die gehen in den Kongo, denen gehört das ganze Land im Kongo gehört denen, die holen alle Bodenschätze dort raus und machen Milliarden, die vertreiben die Völker, die dort wohnen, die bestechen den Präsidenten noch ein bisschen und dann läuft das einfach, die haben einfach tonnenweise Kohle. Und eben, die sind nicht glücklicher, die schmeißen es irgendwo raus. Und weiss ich, wir in der Schweiz, die Firmen, die haben hier ihren Sitz. Und wir decken die offensichtlich. Wir gehen denen nicht wirklich nach, sondern das sind Steuerbetrüger, die grössten, weißt du. Und das ist eigentlich, ist das den Leuten auch ein bisschen scheißegal, weil sie denken, sie sind ja schon lange in ihrem eigenen System hineingefangen mit ihren 8 Stunden und denken, wow, oder streben auch nach dem, mega viel Geld zu haben. Aber checken nicht, dass das, eben, da müsste man eigentlich sagen, fuck, das geht nicht. Das sind Sachen, die sind wirklich, das ist ein riesen Drecksgeschäft. Und extrem viele Leute, die da leben, haben so indirekt sehr viele Leute auf dem Gewissen. Und natürlich auch mehr. Aber eben, wie gesagt, ich bin ja nicht der, der sagt, wir haben alle Leute auf dem Gewissen. Wir können natürlich auch nicht einfach die ganze Welt so einfach verändern. Aber ich glaube, wir können die Welt verändern und ich glaube, wir können auch das verändern. Ja, wenn jemand, wir sind in einem Standpunkt, wo man es angehen kann, weißt du? Ja, aber ich glaube auch in dem, dass man halt das Leben so führt, zum Beispiel einerseits halt in dem, dass ich gezielt mir sage, ich will das machen, was mich glücklich macht, gezielt meinen Mitmenschen sage, hey, mach doch das, was dich glücklich macht, und gezielt Sachen, die mich stören, kritisieren, genau, und mit Leuten mich zusammentun. Aber auch in einem ganz normalen Diskurs. Genau. Weißt du, das ist ja alles Wichtige. Und ich glaube, dann würden auch eben genau solche Probleme gar nicht mehr entstehen. Dann würde voll. Und die entstehen, die muss man halt wirklich angehen. Ja. Die muss man halt auch auf den Punkt bringen. Voll, so. Voll definitiv. Aber dann würde es doch gar nicht mehr irgendeine so eine mega geldgeile Sieg geben, der das Gefühl hat, wenn er schon 1 Milliarde hat, dass er noch 2. Milliarde braucht. Ganz ehrlich, das ist doch wenn so... Wenn das denken, würde überhaupt nicht. Ja, wenn du von Anfang an, wenn der Kind, und das ist das, was ich zum Beispiel als Lehrer mega schätze, weißt, du kannst dem Kind wirklich richtige Werte vermitteln. Und das, wenn das von Anfang an, ich glaube, das ist schon, dass Pädagogik ein riesen Bereich oder etwas extrem Wichtiges auf dieser Welt ist, wo das könnte abdecken. Mhm. Als Kind bist du beeinflussbar. Wenn du als Kind schon darauf ausgerichtet wirst, später eine Lehre zu machen, ja, dann geht es nicht in eine andere Richtung. Aber wenn du als Kind... Aber es ist auch damit zu, wie unser Schulsystem halt aufgestellt ist. Ja, sicher. Das kann man natürlich auch nicht vom einen auf den anderen Tag ändern. Aber ich glaube wieder, es hat damit zu tun, wenn jeder anfängt zu checken, dass er das machen soll, was ihn glücklich macht, und ein Mitmensch mitgibt, hey, mach doch das, was dich glücklich macht, dann würde sich auch so ein Schulsystem anfangen zu ändern. Ja. Und wir hätten jetzt am Schluss... Das Gegenteil von einem Teufelskreis. Genau, voll. Genau so ist das. Genau das ist. Nice. Dann lass uns ganz kurz einen kleinen Themensprung machen. Und zwar hast du vorher Young Huhn angesprochen. Du hast so ein bisschen von dem New School geredet und hast es in Bezug genommen. Es ist einfacher. Ich tue es jetzt... Nein, einfacher, bitte nicht. Ich kann jetzt gerade sagen, ich tue es jetzt vereinfacht aussprechen, dass ich den Link zu meiner Frage mache.
Ich sage es einfach so, wenn ich es falsch zitiert habe, sage es einfach so. Das Textliche, die mehrsilbigen Reime zum Beispiel, aha, sind weniger vorhanden in einem Young Horn Text als noch bei einem Kool Savas Text. Das ist sogar jetzt mega vorsichtig auch schon ausgedrückt. Natürlich, ja, natürlich. Genau, einfach so, dass man niemanden mit dem Fuß hat. Ja, voll, voll. Wenn man deine Texte hört, ist aber sehr viel noch eher Level Kool Savas, was Texte anbelangt. Wo hast du da Inspiration genommen und ist das auch ein Teil von dem, wo du sagst, macht mir hohe Freude, den Text zu arbeiten? Definitiv, ja. Also ich meine, damals eben, ich bin mit Hip-Hop aufgewachsen, sage jetzt mal, wirklich so das Erste, was ich von Rap, oder wo ich anfange zu rappen, ist so wirklich meine, ich habe wirklich so gemeint, je gröber dein 16er ist, je mehr Flow-Variationen, je mehr du aufs gleiche Wort rhymst, weißt du, desto besser wirst du und desto erfolgreicher und desto mehr checken die anderen Leute dann, ah, wow, der ist krass, gut. Rapper. Ja, hey, aber so ist es ja einfach schlichtweg nicht. Weil ich meine, oder nicht mehr. Ja, vielleicht, ja, wenn du jetzt nur auf also Hip-Hop innerhalb, rufst, ja. Innerhalb vom Hip-Hop, innerhalb vom Rap. Innerhalb so vom Megastrader Rap ein bisschen, aber ich werde etwas mega Wichtiges ansprechen. Vibe zum Beispiel. Ja. Einfach etwas Künstlerisches, Musikalisches, etwas, was du nicht so einfach wissenschaftlich so einfach wie einen groben 16er kannst erklären. Das hat es eben auch schon früher immer gegeben. Ich meine, der Snoop Dogg ist auch nicht der krasseste Flower, oder weiss ich was. Aber, ja, Flow schon. Ja, Flow schon. Okay, ja, aber nicht der krasseste, weißt du, Kreuzrein, weiss ich was. Sondern er ist, genau, er ist halt auch einer, der von seinem Wizard, Jizzard, weiss ich was, er hat von dem Ding ausgelebt. Oder? Ja, und das hat es eigentlich auch schon Flow immer gehabt. Ja, voll. Darum würde ich wie einfach sagen, es ist vielleicht ein Kreis, wo halt auch extrem, vor allem von Rappern selber geprägt ist und selber dabei sind, wo das extrem genau unter die Lupe nimmt. Oder? Und es geht schon auch ein bisschen das Oldschoolige rein, weil das dort viel mehr gemacht worden ist und so. Aber schlussendlich, ich glaube, das hat es immer gegeben. Das ist auch etwas, wo ich auch erst später anfangen habe zu checken, einfach mal zu sagen, fick jetzt auf die Message oder weiss, aber mach einfach mal ein, weißt so, es muss einfach geil tönen am Schluss. Und das braucht es eben schon auch. Und ich probiere da auch eine Mitte zu finden. Das habe ich mir jetzt auf dem letzten Mixtape wirklich so gesagt, so, okay, du kannst schon Sommerhit machen mit einer catchy Hook. Das habe ich auch früher schon immer gemacht, so catchy Hooks probiert. Aber dann gleich noch irgendwie, weißt du, so einfach für meine innere Frieden, so, dann gebe ich ein bisschen Message mit. Weißt du, so, irgendetwas muss es schon haben. Ich probiere so das Gleichgewicht, also ein bisschen textlich, aber auch musikalisch. Es braucht wirklich beides. Weil, ja, für mich jetzt wie drei Aspekte. Es ist einerseits der textlich-inhaltlich, andererseits der textlich-technisch und drittens dann der Grund why. Ja, voll. Du bringst auf den Punkt. Voll. Das sind genau die drei. Voll. Aber mich tut jetzt zum Beispiel eben der textlich-technisch ist bei dir eben schon hure vorhanden. Ja, also ja. Also du hast, ich habe vorher ein bisschen durchgelassen, es hat wenig Einsilber. Ja, weiss ich meine. Voll. Aber das geht im Fall auch dann vielleicht, also ich meine eben, so Zeug wird mir auch erst manchmal bewusst, wenn ich so bewusst darüber rede, oder? Aber ich meine, also das Technische fließt ja dann auch wieder ein bisschen ins Musikalische rein. Weil für mich, das ist für mich von Anfang an klar gewesen, wenn ich einen Text schreibe, weißt du, wenn das nicht so auf alle Vokale super, nicht gereimt ist, dann tönt das doch schon einfach verdammt beschissen. Ich meine, vielleicht kennst du auch irgendwelche Rapper, die so wirklich dann Akkordeon, Xylophon, weißt du, das geht nicht. Du kannst nicht nur von, wenn du so ein Wort hast. Weißt du, das ist irgendetwas, wo ich dann halt auch, das habe ich im Gefühl in. Ich kann gar nicht Texte schreiben, wo... Im Gehör, ja. Ja, oder im Gehör schlussendlich. Ja, irgendwie tut das halt für mich dann einfach todeswack so. Also, und das kommt dann vielleicht auch ein bisschen von dem raus. Aber ja, das Technische, ich würde sagen, das sind alle drei Aspekte, eben, wo du vorhin gesagt hast, etwa gleich wichtig, würde ich sagen. Nicht, um die vielleicht so abdecken. Aber teilweise auch, teilweise hat sie den Fokus mehr auf den, teilweise den Fokus mehr auf das. Eben, ein guter Zeit-Track ist der Fokus ganz klar viel mehr auf dem Melodiösen, aber auch ein bisschen auf dem Inhaltlichen. Aber zum Beispiel jetzt nicht auf dem Technischen, ganz klar nicht. Und was bei dir auch auffällt, ist so, du gehst dich gerne so in die Rolle rein. Das ist aber etwas, wo du jetzt auch sagst, nimmt eher ab. Durch das es halt jetzt das Zeug mehr autobiografisch ist, oder ist das etwas, was du immer noch sehr gerne machst und dann gerne auch eine Rolle übernimmst so in einem Track? Ich glaube, es war halt schon mega durch das gewesen. Aber das Mixtape ist ja so ein bisschen, ich habe so ein bisschen eine Zeit abschliessen, mal endlich über das Rappen und das erzählen irgendwie. Und darum ist das halt sehr autobiografisch. Aber ich
ich würde jetzt nicht sagen, ich würde mich auf das versteifen, oder ich würde jetzt auch sagen, weißt du, ich würde jetzt nicht nochmal die ganze Story nochmal erzählen und das aufgreifen, oder weiß ich glaube, das würde auch die Leute schlichtweg nicht jetzt nochmal hure interessieren, sondern würde es vielleicht auch mal sagen, ja Bro, bist ja schon ein spannender Typ, aber weißt du, wir kennen deine Lebensgeschichte, weißt du, und dann kann ich mir gut vorstellen, dass es wieder mehr in diese Richtung geht. Aber für eine Person von mir ist natürlich immer dabei. Ich glaube, auch dort ist es wieder eine Mischung. Wie machst du das so, die Rollen zu finden? Ganz unbewusst. Wir müssen vielleicht über eine spezifische Rolle reden. Ich weiß jetzt gar nicht. Ja, also, was hast du für Rollen? Was nimmst du gerne für Rollen ein? Ja, aber so der Büro habe ich früher noch gerne eingenommen, so, gerade in Battles oder weiss ich was. Ist jetzt etwas, was ich auch, weißt, schon mega lange nicht mehr gemacht habe oder gross darüber geschrieben habe. Aber es ist, glaube ich, schon auch Rollen, die irgendeinen Teil von meinem Charakter irgendwie abdecken. Also der Track richtige Mann zum Beispiel, wo ich dann geschrieben habe, habe ich keinen Bart und keine Brusthaar gehabt. Also habe ich habe den gleichen Rollen angenommen. Das ist ja nicht meine ganze Persönlichkeit. Mhm. Aber ich habe ganz bewusst den Teil von meiner Persönlichkeit genommen. Und den überspitzt. Und den überspitzt, ja. Voll. Und das sind dann derige Rollen. Aber es dürfen auch durchaus Rollen sein, die ich irgendwo, einfach, wie gesagt, irgendwo im Umfeld mitbekomme. Oder und auch dort natürlich völlig überspitzt. Das ist halt auch Kunst, oder? Es muss es, um die Leute überhaupt darauf aufmerksam machen, muss es auch immer ein bisschen überspitzt sein, natürlich. Ja. Was willst du erreichen mit deinem Rap? Das ist eigentlich theoretisch eine sehr banale Frage, aber eigentlich eine mega gute Frage. ja, nicht. Ist nicht so. Ja, weißt du, das ist eigentlich, du fragst dich so einen, was willst du erreichen mit deinem Rap? Ja, was will ich erreichen? Ich will berühmt werden. Weißt du, ja. Du kannst eigentlich sehr blöd beantworten. Aber theoretisch ist es auch mega schwierig, weil ich weiss ja gar nicht, auf die eine Art will ich in erster Linie erreichen, dass ich das mache, was ich Lust habe drauf. Mhm. Und auf die andere Art, die Gesellschaft so ein bisschen eben ein Spiegel zu sein und ein bisschen das zeigen, was ist. Und aber auch ein bisschen Unterhaltungsfaktor drin zu nehmen. Einfach sagen, ja, lustiger Track, da geht es um Bitches und Kiffen. Juhui, weißt du, so, darf auch sein. Oder? Macht ja nur schon Spass, den Song dann zu machen. So. Voll, genau. Und über dem steht natürlich immer auch, dass es schon auch mein Ziel ist, möglichst viele Leute zu erreichen damit. Ist ja logisch. Also, ich meine, es ist ja, wenn du an einer Show spielst und dort 300-400 Leute sind, dann ist es natürlich viel geiler, als wenn dort nur 10 Leute sind. Darum, du kommst natürlich nachher auch mehr Nachrichten über, hey, der Song hat mich berührt, genau. Und dann gut. Dann hast du nachher wieder die Möglichkeit, den Lebensstil, den du eben willst, vermitteln auch voll. Weiter zu vermitteln. Genau. Darum ist es so eigentlich, glaub, schon das, was ich mit meiner Kunst erreichen will. Aber ich denke schon in erster Linie auch, ich muss es einfach machen. Weißt du, ich schreibe fast jeden Tag Texte und ich komme nicht um das herum. Ich denke dann nicht an die Leute und weiss ich was, sondern das kommt dann vielleicht später, wenn man einen Hook macht oder weiss ich was. Aber in erster Linie ist es schon für mich selber natürlich. Trotz den Aspekten, dass ich viele Leute unterreiche. Und du machst ja das auch sehr viel mit deinen Jungs. Also du hast ja so wirklich so ein Team mittlerweile zusammen, wo das machst. Ich glaube, du hast gerade bei deinem Arbeitsplatz. Ja, genau, voll. Gerade unter dem Dreifach. Das ist natürlich der Traum, wirklich so vom Dreifach schnell ein bisschen arbeiten, ein bisschen moderieren, nachher ins Studio haben, stimmt mein Produzent am Beats machen, sagt, hey Bruder, lass dir die Melodie an. Und er ist, weißt du, so Soul Brother, man, er checkt es genau, wirklich, er bringt es auf den Punkt, weißt du, wir fühlen Musik, Kunst, Freundschaft, das ist alles so eins für uns. Wir fühlen das wirklich genau auf der gleichen Wellenlänge. Und das ist eben, das ist schlussendlich das, was einen natürlich auch sehr glücklich macht, weil du fühlst dich verstanden. Es ist wirklich, ich weiß nicht, was mich unglücklich machen könnte. Weißt du, darum, das Erfolgsrezept, keine Ahnung, darum bin ich halt unter dem Strich glücklich. Darum kann ich nicht wirklich enttäuscht sein über mein Leben. Also. Ja, das ist schön. zum Rap kommen bist du dank einem Workshop mit dem Knäckebull. Ja. Ist nicht der Livio auch über den Knäckebull? Ja, voll, der Livio ist auch, es war der gleiche Workshop. Ja. Und ihr seid zusammen dort gewesen? Ja, es war so. Also zum Rap kommen muss ich sagen, so, ist schwierig zu sagen, weil ich habe es blöd ausgedrückt. Ja, ich habe so in der 6. Klasse, so 6. Primar, mag ich mich zurückerinnern, so irgendwie einen von meinen ersten Texten geschrieben. Und darum, so, dort habe ich einfach viel so von meinen älteren Brüdern so Hip-Hop-CDs bekommen. Und so, darum. Aber nachher, irgendwie, eben die zweite Sek ist das gewesen, 2009, boah, fuck, bald 10 Jahre, ist der Knäckebull, damals auch noch eher unberühmt, ist er auf Beromünster gekommen, weißt du, so Respekt ist Pflicht, hat das Projekt geheißen. Ja. Und dann wirklich so, ja, ey, machen den Rap über Respekt für Frauen und so. Und ich so, wow, cool, ja, ey, weißt du, das geschrieben. Und nachher ist er dann weitergezogen, Richtung Rotenburg, dort auch, ja, ey, machen das, weißt du, so Workshop-mäßig. Und es war auch so ein Projekt gewesen. Und ich weiss ehrlich gesagt nicht, wie viele dort mitgemacht haben, aber der Livio und ich haben das schlussendlich gewonnen.
Und wir durften am Winterfestival in Wollhausen. Und der LC One. Ja, beide einzeln. Ich muss auch sagen, er hat das mit einem gemacht und ich noch mit zwei aus meinem Dorf. Also, die einfach auch mitgemacht haben, die halt die Einzigen, die traut haben, irgendetwas zu machen. Und er hat das mit dem gemacht und ich mit denen. Und wir haben dann nacheinander einfach den Auftritt gehabt dort. Das war ja voll, das war 2009. Aber wir haben auch noch nicht miteinander geschnarrt. Also, wir haben uns dort eigentlich nicht kennengelernt. Mhm. Sondern wir haben einfach später herausgefunden, so, oh shit, das war damals gewesen. Crazy. Ja, du bist ja auch in dem Luzerner Kuchen eigentlich voll drin, auch im Dreifach, einige Rapper aus Luzern arbeiten im Dreifach. Trotzdem, so Teil von 041 hat man dich jetzt nicht wirklich wahrgenommen. Ja, es ist halt auch immer mega schwierig, weißt du, das 041 so zu definieren. Mega, ja, ja, voll. Also ich verstehe, glaube ich, ein bisschen von außen, weißt du, das höre ich jetzt auch nicht zum ersten Mal, oder? Dass ich, ja, aber du bist schon nicht mega, ich glaube, es hat vor allem damit zu tun, oder? Die sind halt miteinander gross geworden und ich so ein bisschen von einer anderen Seite her. Und darum bin ich vielleicht nie jetzt mega voll klar zu 041 zuordbar gewesen, würde ich vielleicht so ausdrücken. Aber es war auch nicht so gewesen, dass sie je irgendwie eine Rolle gespielt hat. Oder? Ich habe dann die Menschen gleich relativ gleich kennengelernt und von Anfang an haben wir sie immer gut gehabt und auch heute sind wir super Kollegen. Also es war gar nie eine Frage, sich da durch irgendetwas zu definieren oder das zu sagen. Zumindest von meiner Sicht überhaupt nicht. Also, voll. Ich glaube, so kann man das ausbringen. Ja, nice. Ja, jetzt noch eine klassische Hip-Hop-Interview-Frage. Was kommt so Neues von dir in nächster Zeit? Geil. ja, ich bin am Album arbeiten, das kann ich schon sagen. Ja, ich bin einfach am Album am Arbeiten. Wenn das kommt und so... Würde ich mich natürlich nie trauen, da irgendetwas zu sagen, weil das wäre so scheiße, oder, wenn man es halt macht. Aber es ist ja lustig, beim Livio haben sie eigentlich verdammt lang gemotzt, es ist nie ein Album gekommen, 23. Ich werde locker auch 23 sein, bis mein Album kommt. Ich habe auch noch nie ein Album gemacht in dem Sinne. Ja gut, aber das Ding ist halt, es ist halt einfach mit der Definition ja, Mixtape. Ja, voll, ja. Man sagt einfach so lange Mixtape, bis man weiss, genau, wie man weiss, das nächste wird abgehen, das ist dem Album. Aber es hat auch wirklich das gebraucht. Weißt du, beim Mixtape ist so, die Tracks habe ich noch ein selber über irgendwelche Beats geschrieben. Mhm. Dann habe ich so die ganzen Leute kennengelernt. Das war wirklich erst im letzten Jahr, weil ja. Ich auch eben, schon so ein bisschen einen Umbruch hatte im Leben. Und das hat irgendwie ja, dann das eine zum anderen geführt und irgendwie weiss ich schon, warum ich nie ein Album gemacht habe, weil ich wirklich schlichtweg irgendwie nicht anders sage, das ist jetzt mein Debüt. Ich bin nicht dazu bereit gewesen, weißt du. Und jetzt habe ich das Team, die Beats machen, mischen, mastern, wir haben ein Studio, wir sind viel standhafter, viel bodenständiger und jetzt bin ich auch wirklich ready, ein Album zu machen. Bei dem Mixtape haben wir es gesehen, das ist eben, wir haben uns ein halbes Jahr vorher gekannt und darauf war der erste Track, zum Beispiel, den ich mit diesen Jungs aufgenommen habe. Ich habe die dort 3 Monate gekannt oder so. Ich habe den eigentlich vorgerappt, die meinte, und der ist so ins Loch gefallen. Und wir haben gesagt, boah, shit, wir müssen das machen. Alle haben das mega Gefühl. Und aus dem aus ist nachher so eine riesige Energie auch entstanden, irgendwie, dass wir jetzt wirklich so huere viel Daten dran haben für das Album. Aber auch wirklich, wir gehen es, weißt du, einfach, es muss perfekt werden. Es muss scheiß perfekt werden. Und vorher geben wir das nicht raus. Und darum, ich würde es nicht wagen, das Ding zu sagen, aber wir sind am Arbeiten und es wird sicher kommen. Du hast jetzt den Umbruch angesprochen. Der Umbruch ist einfach, dass sich das Team um dich herum formiert hat. Ja, eben. So ein paar Leute sind natürlich schon so, sag, von dieser VBT-Zeit immer noch dabei, sind immer noch meine besten Freunde. Aber es sind auch Leute dazugekommen, die aus einem musikalischeren Aspekt dazugekommen sind und die das halt... ja, wie die Arbeit halt checken oder auch von sich aus eben so die Studioarbeit und alles gemacht haben. Und so sind wir dann halt ja, so ein Team geworden. Letzte klassische Rapper-Frage, wie nimmst du die Schweizer Hip-Hop-Szene 2018? Wo... Nimmst du es jetzt böse, weil du vorhin gesagt hast, also eine klassische Frage, wie was willst du erreichen mit dem... Ich habe so ein richtig schlechtes Gewissen gehabt. Ich habe gesagt, oh, das hätte ich jetzt nicht wollen, dass so schlecht reden. Das ist auch das, ist halt eine gute Frage. Es ist viel mehr, weil wir... Das bisherige Interview war eher so sehr in einem breiten Spektrum gewesen. Jetzt wollte ich doch noch so für unsere Rap-Community. Ja, natürlich, natürlich. Fragen reinbringen. Wie ich die Rap-Szene wahrnehme momentan? Gut, also ich finde es huere geil. Ich lasse mega viel Schweizer Rap, mehr als je zuvor. Wie gesagt, ich bin auch extrem Trap angefressen. Oder ob es jetzt Trap oder ich würde das auch gar nicht so einfach definieren. Es ist, alles, was geil tönt, ist gut. Schweizer Rap hat mega Hype, auch dank Lyrics, merci für das. Wirklich, nein, es ist extrem viel Energie dahinter, die Leute nehmen es langsam ernst, die Acts werden dann als Frauenfeld gebucht, wirklich super, also tipptopp. Ich kann eigentlich
generell nicht schlecht zu sagen. Es gibt natürlich auch die Leute, die ich wack finde und die ich finde, weiß ich was, ja, das, die hat doch jeder. Aber weißt du, mir liegt das jetzt auch überhaupt nicht ein bisschen auf dem Herzen, das irgendwie auszusprechen oder zu sagen, wow, den finde ich scheiße. Die Leute verschwenden zu viel Zeit für Negatives. Darum, Schweizer Rap ist auf einem sehr guten Punkt und ich bin sehr glücklich damit und das ist sehr cool. Nice Schlusswort.